Jetzt kommen ja auch, letzte Frage, kommen auch viele Hochschulleitungen in Deutschland auf das Thema, werden aufmerksam gemacht, insbesondere durch die traditionellen Medien auch. Und jetzt überlegen sich Hochschulleitungen Land ein, Land aus, sollen sie auf die MOOC-Welle aufspringen, sollen sie MOOCs produzieren, für wen sollen sie MOOCs produzieren, eher für die Werbung und das Marketing oder eher tatsächlich als Studienveranstaltung oder vielleicht für die Weiterbildung. Wie würden Sie das sehen, wenn eine Hochschulleitung zu Ihnen kommt und sagt, Herr Schulmeister, sollen wir auf die MOOC-Welle aufsteigen, sollen wir MOOCs produzieren, was würden Sie diesem Rektor oder dieser Rektorin raten? Ja, eine ganze Menge. Also erstens würde ich sagen, also wenn Sie müssen genau wissen, warum Sie das eigentlich machen. Also wenn Sie es für Werbung und Marketing machen wollen, okay, dann müssen Sie eben so viel Geld investieren, müssen sehen, dass Sie Leute finden, die das machen, die diese riesige Zeit, die das kostet, auch opfern. Und das scheint ja in einzelnen Stellen dann auch zu funktionieren. Wenn Sie aber glauben, dass Sie damit Lehre verbessern wollen, dann müssen Sie also grundlegend Strukturen ändern. Nicht? Also es ist deutlich, zum Beispiel Herr Persicke hat ja auch einen Vortrag gehalten, der ist auch bei Campus Innovation zu sehen, in dem er auch deutlich gemacht hat, das hat er neulich in Hamburg hier nochmal gemacht, hoher Aufwand. Er hat 3 Jahre lang auf andere, also wissenschaftliche Publikationen verzichtet. Und auch das ganze Team um ihn herum, was mitgemacht hat, hat sozusagen keine Veröffentlichungen mehr gehabt. Abgesehen mal von dem Geld, was es dann noch kostet. Das heißt, wenn man das in die Studiengänge integrieren will, kann man nicht damit rechnen, sagt Persicke immer, dass man Nachwuchskräften empfiehlt, daran mitzuarbeiten. Die würden ihre Karriere, ja, Karrierechancen beeinträchtigen. Wenn das jetzt gestandene Professoren machen, okay, dann können sie es ja vielleicht tun. Aber sie müssen sich im Klaren sein darüber, dass das eine ganze Reihe von Zeit, also Zeit kostet zwischen 200 und 800 Stunden ungefähr, je nachdem. Und das wird nicht bezahlt. Und das kann gar keiner bezahlen. Also nachdem, wie unsere Hochschulen finanziert werden, ist das nicht durch Ausgleich von Lehrdeputaten oder durch Zusatzbezahlung in irgendeiner Weise zu institutionalisieren. Aber es ist ja deutlich, dass eine Auswirkung auf die Lehre, etwa zum Beispiel in Massenfächern, nur dann zustande kommt, wenn diese MOOCs dann auch Teil des Curriculums sind. Also wenn sie sozusagen verpflichtend wären. Da aber die MOOCs auch in der Regel mehr Zeit kosten als eine normale Vorlesung, auch für den Lernenden, ist das kaum zu bewerkstelligen, dass die Lernenden also sich dann da auch wirklich dran beteiligen, wenn es nicht Pflicht ist, sozusagen. Und es kommt noch eins hinzu, wenn man jetzt sagen würde, also ich möchte das in die Lehre integrieren, dann möchte ich natürlich das Modell des Flipped Classrooms haben. Dann möchte ich natürlich sozusagen für die Studierenden, die vor Ort sind, auch interaktiv über ihre Lernprozesse arbeiten. Wenn ich das machen will, dann hat es keinen Sinn, macht es ökonomisch nicht feasible, das in Massenfächern zu machen. Denn wenn ich 500 Leute in der Vorlesung habe, in Wirtschaftswissenschaft, dann müsste ich ja sozusagen also 20 Gruppen einrichten, 25, die betreut werden, um Flip Classroom zu machen. Das kann ich nicht mehr mit 500 machen. Das kann ich auch nicht mit 50 machen. Und das ist nicht finanzierbar. Das heißt, dass wenn jede Vorlesung dann auch noch 20 Tutoren bräuchte, gut geschulte Tutoren, dann ist das ein ökonomisches Problem für die Massenfächer.
Das heißt, die Idee, man könnte jetzt, oder die Idee kommt ja immer wieder auf, man könnte durch E-Learning und durch die Produktion solcher Bildungsmedien letztlich Geld einsparen auf die große Dauer. Das ist eine große Täuschung. Letztlich kostet alles, was man tut, um Lehre zu verändern und zu verbessern, Qualität zu steigern, Geld und in diesem Fall vermutlich noch richtig viel Geld. Ja, kostet Geld, kostet Personal, kostet Zeit, kostet alles. Also ich glaube, das Schicksal der MOOCs wird das von Büchern bleiben. Also wenn es sich so weiterentwickelt wie bisher, wird es MOOCs geben, nicht nur 2 MOOCs auf Mathematical Thinking, sondern vielleicht, es gibt ja schon 8 MOOCs auf dem Gebiet Statistik. 4 davon habe ich mir angeguckt, völlig unterschiedlich, und irgendein Lehrender wird sagen, ja Gott, ich kann das wie ein Buch benutzen, ich nehme das mal und wähle dann aus. Genauso wie bisher sozusagen Mathematik-Grundlagenbücher für Analysis und Algebra, ja jede Hochschule benutzt ein paar andere. Nicht? Also ich glaube, in der Zeit, wo ich mich mit Mathematik beschäftigt habe, in den 80er Jahren, wurden bei uns hier 2 verschiedene Bücher benutzt, je nachdem, wer gerade das Grundstudium betreute. Also das wird das Schicksal von Büchern haben, als Ressource sozusagen. Wäre ganz gut, wenn das in Bibliotheken eingestellt wird. Also Bibliotheken wie iTunes oder sonst wie, und dann kann man sich die rausholen. Nur das, der Schritt scheint also erstaunlicherweise sehr weit zu sein. Dass Lehrende ein Buch empfehlen, ist selbstverständlich, aber dass sie ein Video empfehlen, das ist wohl noch relativ selten. Na, das wird in Zukunft vielleicht häufiger sein, sind wir mal gespannt. Ja. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und, bitte, bitte. Ja. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, gleichfalls und viel Erfolg weiterhin, und hat mich sehr gefreut, dass ich mir das angucken konnte. Ja, herzlichen Dank. Jo. Tschüss. Tschüss.